wenn man im richtigen Winkel ist, kann man einfach durch die Gegner rollen. Seht ihr das? Und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Minish Cap. Ich habe herausgefunden, wie es weitergeht. Ja, darauf wäre ich nicht gekommen. Ich habe jeden einzelne Vase überprüft, aber natürlich die hier nicht. Aus irgendeinem Grund kann man genau bei dieser Vase und bei keiner anderen sich verkleinern. Cool, oder? Hey, zumindest kommen wir jetzt mal weiter, ganz ehrlich, was soll's. Zumindest geht's mal weiter. Oh, hier sind Blätter, keine Pilze diesmal. Wer hätte gedacht, dass selbst Werkzeugeportale sein können? Die Minish sehen klein aus, aber sie haben viel Fantasie. Also er kennt sich auch aus mit dem Minish, aber sagt nichts. Oder wie ist das? Ich kenne die hoch, lol. Ah, wir sind die Schuhe. Ey, deine blöden Schuhe. Mach die mal weg hier. Ah. Da oben ist jemand, mit dem wir reden könnten. Ja. Aber da kann ich so raus? Nein? Mit dem Teppich. Aber hier kann ich doch lang. Ah, ich kann hier lang. Nein? Nee, warte, dann ist das wirklich nur dafür, oder? Na, wie mache ich denn das? Hä? Oh, das ist die Wirbeltacke erlernt. Lass mich mal prüfen, ob man dich wirklich nach draußen lassen kann. Zeigst du mir die Wirbeltacke? Alter, die anderen beiden haben was anderes gesagt. Deshalb dachte ich, der hätte das gleich jetzt gesagt. Aber nee, er sagt was anderes. Hier. Ja, das bin überzeugt. Das sind viele Ungeheuer unterwegs. Also vorsichtig. Und damit so wirklich willkommen zurück. Hochebene von Bele wird erreicht. Und damit kommen wir entweder nach da oben oder nach hier unten. Werden wir es gleich herausfinden. Was bist du denn eigentlich für einer? Eine Graubkatze. Ey! Schwinde. Komischer Fratz. Aber na gut. Ja, das geht leider nicht. Das ist von der anderen Seite. Was ist denn hier? Eine Höhle. Dun, 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 dun. Kommen wir überhaupt lang? Ne, hier ist so ein großer Felsen, mit dem wir nichts anfangen können. Gar nichts. Dann halt mischt. Was ist mit dem hier? Kann ich irgendwas machen? Tragen. Ah, die kann ich natürlich tragen. Ich kann Felsen hochheben. Macht bestimmt sehr viel Damage auf Gegner, oder? Ich guck mal, ob unter denen irgendwas ist, aber ich glaube, hier wird nichts sein, oder? Ich glaube, die sind einfach nur so... Oh, obwohl, da war jetzt eine Muschel. Schon wieder. Tal der Königsfamilie oder Gongolberg. Okay, wir müssen nach links, aber ich will trotzdem mal wissen, was es hier noch zu finden gibt. Deshalb gehe ich erstmal hier lang. Vielleicht ist ja was Wunderbares. Zum Beispiel die beiden Dinger gerade. Hier ist eine Sattgasse. Nördliche Ebene von Hyrule ist hier. Okay. Na gut, Herz brauche ich jetzt nicht. Ich brauche lieber das Geld. Für ganz viel Brot, was wir später kaufen müssen. Nee, hier ist eine Sattgasse fürs Erste. Okay, von Bele. Nee, kann man auch nicht lang. Okay, dann zum Gongolberg, würde ich mal behaupten wollen. Ja. Let's go. Pfft. Pfft. Das ist so komisch an, finde ich. Was ist das hier? Nichts, kann ich nichts mitmachen. Okay. Karte? Oben ist irgendwie nichts? Nee. Okay. Okay, die Dinger kann ich noch nicht aufmachen. Fuß des Gongolberges. Irgendwie erinnert mich das total an, wie hieß das? Mario & Luigi Superstar Saga. Ist auch aus der gleichen Konsole erschienen, also. Vielleicht deswegen. Aber jetzt erinnert mich total daran. Komm ich nicht lang, okay. Dring! Ja, wie komme ich jetzt weiter? Hm? Ich will dir was machen? Ach, warte mal! Oh, ich bin blind! Bombe! Bomben! Yeah! Was zum... Ey! Hey, was soll denn das? Ist das ein Problem oder was? Ja, hat er. Tut mir leid, wenn du nur... Ich verrate dir was. Mein Freund verkauft in deiner Höhle im Süden der Bele-Hochebene. Ein sehr praktisches Werkzeug. Wenn du auf den Gongolberg gehst, solltest du nach ihm suchen. Wo? Süden der Hochebene. Nie ohne Seife waschen. Unten. Ah, wir sind gar nicht nach unten gegangen. Okay, da gibt einen den Tipp, dass wir was verpasst haben. Ein Item? Ich finde das krass. Man kriegt ja so schnell Items in diesem Spiel. Okay, das heißt, wir gehen außen rum.
und hier runter und sollten dann hier unten oder vielleicht auch hier unten was finden? Nee, warte mal, wie komme ich denn da überhaupt hin? Hm. Das ist auch hier die Gongol-Ebene, oder? Ja. Und hier unten soll was sein? Ja, toll. Brudi, wie komme ich denn da lang? Komm da doch gar nicht lang. Oder? Eine Bombe draufschmeißen funktioniert bestimmt auch nicht, oder? Obwohl? Ne, gar nicht. Die soll man da reinschieben, die Löcher, glaube ich. Nö, passiert nicht. Das ist ja natürlich doof. Das Blaue von diesen Octoroks. Das ist auch andere Farben von denen. Ne, ganz ehrlich, also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Also warte mal, ich kann hier wirklich nichts machen. Gar nichts? Da oben nicht? Hier nichts? Nee. Der muss irgendwie wachsen können. Ich brauche vielleicht Wasser oder sowas. Süden der... Warte, in der Höhle! Warte mal, der hat Höhle gesagt. Oh Gott, bin ich dumm. Warte mal. Warte mal. Da war ich doch vorhin drin. Warte, da kam ich noch nicht durch. Oder warte, kann ich das... Jetzt sag mir nicht, ich kann das hochheben. Das hier? Das schieben? Nee, da komme ich nicht durch, Leute. Das wird nichts. Oh, das ist aber wirklich ein böses Versteck. Kinder spielen dieses Spiel, die werden das nicht checken. Na gut, ich hab's gefunden. Ich beschwere mich lieber nicht. Und los geht's. Erzähl mir alle deine Geheimnisse. Ich hab kein Geheimnis, ich hab nur was für dich. Ich verkaufe die Flasche für 20 Rubine. Dann kannst du alles Mögliche sortieren. Bin sicher, dass sie... Oder sie wirst du den Gongolberg nicht bestehen können. Okay. Leere Flasche halten. Fülle sie mit verschiedenen Dingen. Oh Gott, warum sagst du das so? Danke für den Einkauf. Jetzt bist du natürlich dankbar, ne? Ich habe nichts, was zu verkaufen. Okay. Mit einer Flasche. Was können wir mit der Flasche machen? Hatte ich sie jetzt auch hier unten? Okay, gibt es... vier verschiedene? Ich glaube, es gibt vier Flaschen. Kann das sein? Das ist cool. Das gefällt mir. In Skyward Sword mochte man ja unbedingt noch nur so einen Kecher, damit man Sachen einfängt. Ich glaube, hier ist es dann nicht mehr so. Also, hoffe ich zumindest. Warte, das müsste aber jetzt heißen, dass ich hier Wasser... Hier Wasser? Ja, du hast Wasser in die Flasche gefüllt. Gieße es auf verschiedene Sachen. Ja, hier. Daneben, aber hat gereicht. Bisschen mehr Wasser. Da geht nicht. Es geht nur bei hier beim vollen Wasser. Trotzdem, cool. Gefällt mir das Feature. Finde das cool, dass so ganz normale random Items so eine riesige Rolle spielen. Das finde ich cool. Alter, wie ich angucke, was bist du denn für einer? Hilfe! Spitzkopf Larry! Aua! Der macht mir Angst, verschwende mal! Oh, Felsen kommt von oben! Achtung, Steinschlag! Kann ich da hoch? Das kannst du ja so klettern. Kann ich aber nicht. Ah. Die Steine machen mir Angst. Warum ist das Wasser grün? Merke ich das jetzt? What the hell? Ah, ich sehe schon. Muss gestaubsaugt werden. Ich bin nicht umsonst Putzfrau geworden. Oder Putzmann, besser gesagt. Komm her. Komm her. Geht das nicht? Die kann man nicht. Aua. Die kann man nicht einsaugen, aus irgendeinem Grund. Na gut. Das hier weg? Vielleicht ist ja irgendwas versteckt? Nee. Hm? Wieso kann ich das alles wegsaugen? Oder ist einfach nur so Deko? Kannst du Geld finden? Ein Rubin. Nee, jetzt mal ohne Witz. Irgendwas muss hier doch versteckt sein. Sonst würde ich das doch hier nicht machen. Hier vielleicht? Ich kann auch durch die Wände saugen. Finde ich gut. Spart mir ein bisschen Zeit. Ob ich das jetzt hier nicht bekommen? Nee, ich glaube, hier ist nichts. Ich verschwende meine Zeit. Ja, okay, komm. Dann lass ich's. Aber hier ist vielleicht was? Hier runterspringen? Nee. Okay, nee. Oh, ich krieg voll viele von den Muscheln übrigens, ne? Ich weiß wirklich nicht, wofür die da sind, aber die werden das wahrscheinlich noch früh genug herausfinden. Gehe ich mal von aus. Okay, jetzt könnt ihr mir wagen, was ihr wollt. Ich muss sofort an Mario Luigi denken. In den Bergen hat man auch diese Ability bekommen, wo man so einen Wirbelsprung machen kann.
Und da oben ist ein roter Schleim. Generell ist das ja eigentlich so ein eher nicht so gutes Game Design, wenn man einfach die Schwierigkeit von einem Gegner durch die Farbe ermittelt und nicht durch ein Design. Also wirklich nur die Farbe. Das soll ja eigentlich nicht so gut sein. Ups, jetzt habe ich es leider falsch gemacht. So. Okay. Wo führt uns dieser Fliegenpilz hin? Flieg mich weg, Pilz. Whee! Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's weiter hier in der Höhle. Was bist du, ein Weiner? Ohne die Eisenmaske wäre dieser Kerl völlig harmlos. Ist das so? Hey Kumpel, darf ich die haben? Oh, wie süß, kleiner Piepmatz, kleiner Piepmatz. Und du auch nochmal hier. Boah, die Vasen schützen ihn, der hat Glück. Komm her! Dem anderen Typen auch. Bam. Ey, komm her! Komm her! Yeah, das ist cool, das gefällt mir. Komischen Viecher mit ihren Masken. Aber das sind coole Masken. Vielleicht können wir die ja irgendwie abziehen und behalten. Oh, ein Kriegsfragment erhalten. Haha, da lohnt es sich immer, alles zu untersuchen. Ja, es ist nicht unnötig, Leute. Es ist keine Zeitverschwendung, wie ihr denkt. Nein. Das hat schon einen Sinn. Ich kann hier coole Sachen finden. Und Geld. Das brauche ich. Mit Geld regiert die Welt. Dafür brauche ich Geld. Aha, jetzt müssen wir wieder ein. Kindchen, wir sollten von oben in diesen Wirbelwind springen. Habe ich nun gute Eifel oder nicht? Was soll das bitte bringen? Boing, boing. Hallo. Steh wieder auf. Ey, der veräppelt mich. Habe ich dich. Okay, na gut, mach ich mal. Was zum... Boah, das ist ja cool, wir können fliegen. Er nutzt das aus, dass er eine... Naja, eine kappenartige Form hat. Und damit können wir fliegen, wie cool. Guter Einfall. Können wir wieder runterspringen? Ich würde sie ausprobieren, aber ich glaube, wir können auch wieder runterspringen. War ich... Warte mal. Hier war ich noch... Gar nicht. Hopp. Hier war ich tatsächlich noch nicht. Was hast du zu bieten? Tut mir leid, wegen der Nuss, wir kaufen Bomben. Okay. Verschwinde, Alter, wenn du meine Bomben nicht willst. Okay, sorry, Mann. Du hast sie mir angeboten, was kann ich denn dafür? Idiot. Na, ist auch egal. Jetzt muss ich das hier machen. Okay, bis gleich. Zumindest bleiben die Gegner tot. Das ist zumindest ganz gut. Und wie lange bleibe ich in der Luft? Woran erkenne ich das? Hm, ist ein bisschen schwierig bei so einem, bei so einer Perspektive in so einem Spiel, ne? Aber na gut. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich gar nichts hinter diesem ganzen Dreck. Ich habe schon so viel jetzt weggesaugt. Ich habe immer... Aua! Immer noch nichts gefunden. Das ist irgendwie bitter. Weißt du, wofür mache ich denn die Arbeit? Für einen Mindestlohn. Für einen Rubin. Für einen Penny. Was ist denn hier? Da kann ich lang. Okay. Aber warte mal, bevor ich jetzt lang gehe. Hier ist auch noch ein Weg. Ich möchte den hier erstmal anschauen. Vielleicht ist er noch irgendwas ziemlich cooles. Hier sind Janmas. Aber Baby Janmas. Vielleicht sind dann Jan Megas. Wer weiß. Ja, noch. Kann ich das hier irgendwie mitnehmen? Hallo, Kumpel? Nee, irgendwie nicht. Haha, doch was gefunden. Haha, all die Hater, die sagen, ich verschwende meine Zeit. Nein, tue ich nicht. Okay, doch, tue ich irgendwie schon. Ich kann das nicht nutzen. Ich muss dafür klein sein. Haha, weil die Hater sagen, ich mache hier irgendwas Unnötiges. Also bei allen Orten, wo man sich das allererste Mal verkleinert, kann man nicht skippen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Also Edelsteine diesmal, also Rubine. Ob das so leicht zu landen ist, ich weiß ja nicht. Dieser dieser unscheinbare Stein ist in Wirklichkeit ein Portal. Es ist bestimmt nicht das einzige Steinportal dieser Art. Da gebe ich dir recht. Was? Der Staub tut mir weh? Ich meine, okay, vom Sprite her sieht es auch ein bisschen spitzig aus. Okay, aber trotzdem seltsam. Hui! Hallo, Minish!
Fungi-Bohnen brauchen Wasser, damit sie wachsen. Diese blauen Bohnen wachsen, wenn du sie mit Wasser begießt. Die grünen Bohnen wachsen, wenn du sie mit Gongol-Wasser begießt. Gongol-Wasser ist grün und ist nur am Gongol-Berg zu finden. Es entspringt in der Nähe des Eingangs zum Gongol-Berg. Okay, und ein Glücksfragment. Willst du tauschen? No! Hä, wie kann ich denn mit denen tauschen? Ich kann das ja nicht ausrüsten oder so. Ich sehe es ja nur im Inventar. Und ich verstehe das noch nicht so ganz, glaube ich. Okay, aber es ist eine nette Bude hier, muss ich zugeben. Na gut, dann will ich nicht weiter stören. Danke für den Fragment und für den Tipp. Und dann verwandeln wir uns mal wieder zurück und... ja, gucken wir uns weiter um, will ich mal behaupten. Alter. Wie man sich ganz schnell killen kann. Ich bin jetzt schon fast tot, weil ich da außersehen lang gegangen bin. Ich dachte, das würde funktionieren. Oh, wait, da kann ich noch lang. Oh, okay, sorry, Leute. Warte, da kann ich noch lang. Aber ist okay, wir können das jetzt skippen. Aber alles respawnt natürlich wieder. Ey, das ist so dumm. Warum muss immer alles respawnen? Ah, diese kleinen Details hier. Dass die jetzt so Blockaden sind. Das ist echt cool, das ist nett. Das allerdings nicht. Aua! Ich bin schon fast tot. Was wollt ihr von mir? Oh nein, muss ich jetzt die ganze Zeit hören. Nein. Ich brauche ein Herz. Ich sterbe, Leute. Ich sterbe. Oh Gott, verdammt. Nein. Das kann ich nicht mehr machen. Alles für ein Fragment. Oh Gott. Und den ganzen Weg jetzt wieder zurück? Oh Gott. Okay. Was mache ich hier mit meinem Leben, ey? Aber es sind nicht zwei verschiedene Räume, ne? Es wirkt wie zwei verschiedene Räume, aber es ist ein großer Raum, der also nur so wie zwei Räume connected ist. Puh, jetzt noch irgendwie wieder zurückkommen. Ohne zu sterben. Ja, verstanden, Link, ohne zu sterben. Und aufpassen, direkt saugen. Damit sich nicht treffen lässt. Okay, na gut. Dann gucken wir uns jetzt weiter um, während die ganze Zeit kommt. Werde ich ausschalten. Müssen wir mitleben. Ist doof. Ich weiß. Oh, knapp. Ja, was soll's. Gongolberg. Jetzt sind wir angekommen, aber wirklich was tun können wir hier nicht. Karte. Aber da oben ist ein Dungeon. Ja, okay, dafür muss ich woanders lang. Ich von woanders kommen. Okay. Wow. Muss aufpassen. Ist hier nicht immer manchmal irgendwas drin? Ist es wirklich einfach nur wegmachen zum. Das ganze Wegmachen nur dazu da, damit ich mich nicht aufschlitze daran? Dann weiß ich ja jetzt wirklich gar nicht, wo ich lang muss. Vielleicht kann ich ja doch das Ding irgendwie benutzen. Vielleicht kann ich ja meine Wasserflasche drauf schütteln. Nee. Das war jetzt verschwendet. Hä? Wie soll ich denn da langkommen? Wie soll ich hier überhaupt irgendwas machen? Hä? Oder brauche ich grünes Wasser? Deshalb hat er das vorhin gemeint. Wo kriegt denn grünes Wasser her? Am Eingang, meinte er. Hier ist Wasser. Aber wie komme ich da hin? Hä? Da oben kann man sich auch klein machen. Hä? Wie komme ich da hin? Von irgendeiner Höhle kann man raus hochgehen, glaube ich, weil hier sieht man eine Treppe. Von der Leiter, meine ich. Hier war doch nirgends von der Höhle. Oder? Verdammt, ist das Spiel auf einmal kompliziert und schwierig. Einem wird ja gar nicht gesagt, wo man lang soll. Wirklich null. Wow. Und das ständige Piepsen nervt. Einmal hätte es auch gereicht. Wartet mal. Warum klingt das anders? Das klingt so. Ist da vielleicht. Tatsache. Mir ist aufgefallen, dass immer wenn ich gegen die Wand mache, dieser hohe Ton kommt. Aber da war so.
Ich habe gedacht, vielleicht ist da was. Wie sollen denn da Kinder drauf kommen, einfach irgendwo, wo gar kein Riss in der Wand ist, eine Bombe reinzusetzen? Das Spiel ist für Kinder, Mann! Das muss einfacher werden! Und ich bin übrigens immer noch fast tot, ne? Wie wir mal gesagt haben, ja? Will ich das hier hochheben? Ich werde es ja wahrscheinlich wegsprengen, oder? Komm, drei Bomben auf einmal. Massenbombe! Und ein Glücksfragment! Wir haben voll viele mittlerweile von denen, ne? Cool. Oh, da ist ein Herzteil. Großen grünen Rubin, 50 Rubine wert. Nice, den habe ich sehr gut gebrauchen können. Und ein weiteres Herzteil. Aber leider. Oh, das hat mich geheilt. Danke, Mann. Aber das ist nur Bonus. Hier kommen wir nicht weiter. Dann habe ich nichts gesagt. Dann ist das halt okay. Dann ist es voll in Ordnung. Dann sage ich da nichts gegen, weil, ja, da kommt man nicht weiter. Das ist halt nur Bonus. Hä, wo kommt man denn dann weiter? Ich dachte hier. Ich dachte, ich kann hier mein Wasser. Ja, okay, aber es sind ja grüne Bohnen. Grüne Bohnen braucht man grünes Wasser. Aber zum grünen Wasser komme ich doch gar nicht hin. Ne? Warte, hatte der Mindisch bei sich grünes Wasser zufällig? Habe ich das übersehen? Ich glaube nicht. Weil. Mir fehlt ja einfach was. Ne, der hatte gar nichts bei sich. Das ist es nicht. Verdammt. Mensch, ey, wie kann das sein, dass ich schon wieder stuck bin in diesem Spiel? Naja, dann werden wir es auf jeden Fall beim nächsten Mal herausfinden. Anfang nächste Folge lasse ich euch die Lösung wissen.